Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Ich weiß nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben, außer dass wir hier den Teleporter hin benutzt haben quasi. Und ja, den Boss besiegt haben vom Tutorial-Gebiet. Und in Feierlingsschrein waren. Also die groben Details weiß ich noch, aber ansonsten ist das jetzt 2 Wochen her, glaube ich, dass ich gespielt habe. Von daher schauen wir mal, ob ich es noch kann. Zumal Dark Souls 3 ja auch nochmal Oha, eine Schippe drauflegen soll. Das ist very much impressive. Eye Wall of Lothric. Ach so, ja, ich habe natürlich noch nicht umgestellt auf Deutsch. Damit fängt es an, was man vergisst nach 2 Wochen. Was ist das eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht blocken? Habe ich mein Schild gerade weggeworfen? Nee. Ah, okay. Also ist es entweder ganz weg oder. Hä? Okay. Verstehe ich noch nicht so ganz. Warum hatte ich es denn gerade eben auf dem Rücken? Ah. Ja, erstmal wieder reinkommen in dieses Spiel, in dieses Genre. Ach, guck mal, hier gibt es noch ein Bonfire. Bonfire lit. Das Spannende ist, ich bin jetzt gerade auf der Windows 11 Preview-Version. Und da spackt halt mein OBS jetzt so ein bisschen rum. Aber die Aufnahme, eine kleine Testaufnahme war erfolgreich. Daher die Lags, die ich in der Aufnahme auf einem anderen Monitor sehe, sollten in der Endaufnahme eigentlich nicht zu sehen sein. Ich denke, das sehen wir dann. Ich hoffe, es ist nicht verkackt. Wie konnte man hier nicht rennen, indem man den Stick reindrückt? Ne, auch indem man B gedrückt hält, okay. So, hier geht es natürlich wahrscheinlich hauptsächlich lang, aber ich habe hier doch schon so einen Sneaky Way gesehen, den ich Bock habe. Und ihr seid nicht mehr One-Hit. Gut, aber hier ist da was? Hunde! Jawohl, Hunde mag ich. Außer in Dark Souls. Oh Gott! Ja, nee, eigentlich mag ich Hunde generell nicht. Egal ob Dark Souls oder Real Life. Hunde sind einfach nur Dreckstiere. Sorry an alle Hundebesitzer. Bin ich kein Fan von. Wird in meinem Leben zweimal von Hunden angefallen, beide Male im Winter. Ups. Okay. Okay. Spannend. So, danke. Ist deutlich dynamischer, das Game. Gab's hier jetzt noch was? Wie sind denn die da hochgekommen? Ach so, hier geht's einfach hoch. Ah. Ja, gut. Nein, du siehst mich nicht. Will ihn von hinten nehmen. Oh, gut, jetzt bin ich einmal zu laut geworden. Ja. Was hier doch ganz gut funktioniert in dem Game, ist einfach draufhauen. Das mag ich ja immer ganz gerne, sowas. Wird aber sicherlich jetzt auch nicht immer klappen. Wie konnte man denn nochmal springen? Ach, rennen und dann den Stick. Na, ah, so war das. Ja.
mit euch. Longbow und Standard Arrows. Okay. Wie ultra geil es einfach aussieht. What the fuck, ey. Absolut unnormal. So, wo kommen wir hier hin? Nirgendwo? Ah, nirgendwo. Das Spiel kann man nicht austricksen. Gibt's hier noch was? Nö. Jedenfalls nichts, was ich jetzt gesehen hätte, spontan. Aber warum sollte man da... Hier muss doch irgendwas, muss ich hier übersehen. Aha. Oh, doch nicht. Ich dachte, hier komme ich jetzt durch. Nope. Okay, ich glaube, ich habe alles ausprobiert. So, dann geht's ja nur noch hier runter, richtig? Da, wo es am Hecheln ist. Kommt man da eigentlich hin? Ja. Bringt mir jetzt aber auch nicht so unglaublich viel, ne? Okay, ich dachte, das wäre wieder so einer, der sich nicht für uns interessiert. Aber da lag ich wohl falsch. Oh, that's not open from this side. Das ist ja belastend. Dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Liegt da noch was? Nee, ich dachte, ich hätte irgendwas übersehen. Ach so, man konnte doch jetzt auch im Menü sehen, wie lange man fürs nächste Level up braucht, oder? Also wie viel Seelen man braucht. Ich versuch's nur gerade zu finden. Seelen, wo stehen die denn? Equipment Load, da bin ich bei 56%, okay. Das ist jetzt in Dark Souls 3 wohl auch anders als in Dark Souls 1. Hier hat man quasi das, was man... Diese langsame Rolle, die man in Dark Souls 1 ab 50% hatte, hat man hier wohl erst ab 75%. Aber wo kann ich denn jetzt meine Seelen sehen? Inventory Souls 1191. Und bis zum nächsten Level Up steht das nicht auch irgendwo? Achso, ich kann ja am Bonfire eh nicht mehr Level Up, ne? Ne, kann ich nämlich nicht mehr. Praise the Sun. Could this be, I can't take this? What? I nix understand. So, Gegner sind natürlich respawned. Wir gehen mal jetzt hier runter, weil auf der anderen Seite kamen wir jetzt ja offensichtlich nicht weiter. Alles abschlachten. Keine Gnade. Das war einfach. Das ist aber ein interessanter Aspekt, finde ich, dass man am Bonfire nicht mehr ableveln kann, sondern jetzt quasi zu der komischen Tante muss, ne? Eben Feierlingsschrein. Wer bist du? Jemand tot ist.
Da geht's runter, da geht's wahrscheinlich nicht lang. Alles klar, Brudi, bei dir. So. Da liegen aber Souls oder sowas. Da liegt auch was. Oh mein Gott, wie komme ich denn da hin? Von der Seite? Nee. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht geht das mal irgendwann. Da komme ich von hier unten da dran. Nee. Kann ich den runterschießen? Ich habe doch einen Bogen bekommen. Dann probiere ich doch mal einen Bogen aus. Mir fehlt dafür... Was fehlt mir da? Keine Ahnung. Unable to use this item effectively. Ja, ja. Okay, dann halt nicht. Oder so. So, hier gibt's nichts. Da gibt's noch was. Firebomb. Firebomb könnten wir mal ausrüsten. Wo mache ich das am besten? Hier, ne? Feuerbombe. Dann können wir die ausrüsten, theoretisch. Alles klar. So, wir descenden hier mal eine Runde. Kann man hier nicht schnell descenden? Ah, man muss runtergedrückt halten, alles klar. Ich glaube, in Dark Souls 1 musste man einfach nur B drücken. Souls haben wir auf jeden Fall genug, denke ich, für ein Level Up. Dragon Ahead. Okay. Oh. Okay, ja, Dragon Ahead, okay, ja, got it. Oh mein Gott. Hilfe. Wollt ihr nicht gerade Luft holen? Ja, wollte er. Gott, hier brennt ja alles. Alter, schon wieder eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Oh, du hältst ein bisschen mehr aus. Du verteilst auch ganz gut, okay. Boah, das sieht ganz schlecht aus, wo ich hier bin. Oh shit. Oh moin.
Ah, moin. Upsi. Auf einmal ging es da überall runter. Leute, ich habe nur noch halbes Leben, oder was? Ach so, ich war geembert. Oh shit, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Sind die eigentlich Seelen? Ja, 30, wow. Das ist ja hardcore. Alright, was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie die Seelen wiederkriegen, hätte ich gesagt. Das wäre so Ziel Nummer 1. Wenn wir das irgendwie schaffen könnten. So, du bist weg. Du droppst nichts. Wir gehen mal hier runter. Dragon ahead. Wo ist er noch da eigentlich? Jo. Dann kann der doch hier direkt mal alle wegmachen. Finde ich eigentlich ganz praktisch von ihm. Und ganz nett. Aua, das nicht. Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Da ist irgendein Dude mit Feuerpfeilen. Aua, du bist immer noch nicht tot. Als ob er von dem Drake nicht erwischt wird. Und er auch nicht, oder was? Aber. Oh nice, irgendwelche Hosen. Sind Hosen hier? Trousers? Sind ja durchgehend schlechter. Ja, toll. Oh, da kommt er wieder. Um ihn kümmern wir uns später, wenn ich meine Sachen wieder hab. Solange der mich nicht will, ist alles okay. Lol. Noch mehr Firebombs. Ach so, ich hätte den mal mit Firebombs abwerfen können vielleicht. Das wäre natürlich gegebenenfalls eine Möglichkeit. Bonfire ahead, oh nice. Gut zu wissen. Danke. Souls retrieved. Doppelt danke. So, ich gehe jetzt mal gerade nochmal nach oben. Dann kann natürlich sein, dass dieser Ritter hier auf Patrouille läuft und hier gleich wieder hinkommt. Noch scheint das nicht so zu sein. Hier soll ein Bonfire ahead sein. Oh, nice.
praktisch. Das ist doch mal was Praktisches. Dann traveln wir mal zum Falling Shrine. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, welches Bonfire das war, wo wir gerade sind, aber egal. Werde ich schon wieder finden. Weil das Ding hier haben wir ja eigentlich nicht wirklich erkundet. So, bei der kann ich Level uppen, ne? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ach ja, die hat ja so komisch mit mir gesprochen. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereign. Mach ich. So, Stärke. Und Vitality. Yep. Farewell, Ashen One. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. What a sick joke. Asking us to seek the Lord. We're talking true legends. Those who would link the fire. Ich glaube, mit dem haben wir schon geredet. Und er hat uns das Gleiche erzählt beim letzten Mal. Oh lol, was? Übelst riesig hier. Oh, ein Schmied. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this was? Shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Als ob das derselbe André ist. Derselbe Smith. Reinforce. Was können wir denn jetzt machen? Eine Broken Straight Sword ist mir egal. Additional Items Required. Achso, Titanit Shard. Brauche ich zwei, ich habe einen. Okay, Infuse Weapon. Refined Gem, Raw Gem, Fire Gem. Ah, da kann ich... Das macht physischen Schaden mehr? Nee, was? Doch, das verbessert meine Attributbonis. Raw Battle Axe, das macht einfach einen Raw Damage höher oder was? Ich verstehe den Unterschied zwischen diesen beiden noch nicht. Also hier sehe ich, dass ich mehr Attributsbonis bekomme. Das hier wahrscheinlich nur Schaden. Und das hier fügt noch Feuer hinzu, verringert aber den physischen Schaden. Also wenn, dann welche, glaube ich, eher für den Refined Gem, dass der auf meiner auf meinen Attributsbonis kickt. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht dauerhaft bei der Axt bleiben, von daher. Müssen wir da mal gucken, repairen. Können wir noch nix. Alert Estus. Bitte was? A lot uses for each Estus Flask. Heißt das, ich kann sagen, ich will weniger von dem Blauen haben und dafür mehr normale? Würde ich erstmal so nehmen. Commence. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist. Ich cancel das erstmal. Reinforce. Neu Estus Shard. Ah, damit kann ich die wahrscheinlich verstärken. Okay. Das mache ich alles beim Smith hier. Das kostet mich Titanit Shards. Pretty, be careful. I don't want to see them. Alright. So. Das sieht schon geil aus.
Was haben wir hier? Gar nicht. So, hier kommen wir wieder nach oben, ne? Jawohl. Okay. Wie war ich denn jetzt gerade gegangen? War ich hier lang gegangen? Jo, okay, man kommt hier einmal im Kreis irgendwie. Wo geht's hier hin? Das würde mich mal interessieren. Oh, okay, das darf mich noch nicht interessieren. Dann gehen wir mal weiter hoch. Oh. Darf ich wahrscheinlich auch noch nicht. Jupp. Finde ich aber nice, dass das ein bisschen... Was heißt weniger open-worldig ist, aber... Man kann sich nicht wie in Dark Souls 1 direkt auf dem ersten Meter verlaufen nach dem Tutorial. Da guidet einen das Spiel hier schon so ein bisschen hin. Hierher sind wir gekommen, ne? Hier müsste ein Bonfire sein? Ne, keine Ahnung. Aber hier sind wir auf jeden Fall hergekommen. Ja, ja. Gut, weiß ja nicht, ob es jetzt hier noch so viel mehr Sachen gibt, bestimmt, die ich jetzt alle übersehe. Aber ich glaube, wir werden hier noch oft genug hinkommen, dass man hier immer wieder mal gucken kann. Holy King Lothric, Last Hope of His Line. Wie kommt man da oben bitte hin, um da einen Hinweis zu platzieren? Ja, moin. What's wrong with you? Habe ich mich erschreckt. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded? Then these red eyes are for you. Cracked red eye orb. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. Es war PvP-Objekt, richtig? PvP will ich natürlich wieder weitestgehend gering halten. Ich werde im Online-Mode immer bleiben. Wenn es mich also trifft, trifft es mich. Dann werde ich wahrscheinlich meistens verlieren, weil in sowas bin ich eh kacke. To invade another world, ja. Aber ansonsten... ja, ich selber werde hier kein PvP machen. You are the giant of the profaned capital. War ich hier schon? Geht's hier zum Schmied? Visions of Sadness, if only I had a ring. Oh, kann man hier an solchen Altaren irgendwas machen? Ah, hier ist Mr. Schmied, Mr. André. Could this be a god and short saint ahead? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal weiter. Travel, Burn Undead Bone Shard. Verstehe ich nicht. Travel. Ach, der merkt sich mein letztes Bonfire, wo ich war. Cool. Glaube ich jedenfalls. Hat mir auf jeden Fall direkt gesagt, da willst du bestimmt hin. Und recht hat er. High Wall of Lothric. Dann würde ich jetzt aber nochmal gegen diesen Ritter kämpfen wollen. Gegen ihn da. Am liebsten würde ich dem halt von hinten eine reinstecken. Ja, nicht so. Oh mein Gott. Oh. Oh, da ist er ja wieder. Oh, hier ging es ja runter. Das ist nicht gut.
Oh, ein Titanit-Shard. Campt er da jetzt ab, oder was? Einfach drauf, ey. Knight's Crossbow. What? Ah, moin. Knight's Crossbow. Oh, den kann ich sogar benutzen. Guck mal an. Macht sogar Lightning Damage. Geil. Was ist das hier? Irgend so ein Cleric's Sacred Chime? Keim? Keine Ahnung. Kann ich mich nur blamieren. Mit der Aussprache. Ah, wir haben aber keine Dinger. If only I had a ranged battle, then praise the silence. Ja, hab ich ja. Kann ja den Bogen nehmen. Auch wenn das sehr ineffektiv ist. Vorher könnte ich mich natürlich ans Bonfire setzen. Dann lebt zwar der Dude wieder, aber einfach drauf da und dann ist er auch tot. 10 Pfeile reichen sicherlich nicht, oder? Oh. Oh! Ich sag mal so, ich habe immerhin 4 Schaden gemacht, ne? Gut, also man kann ihn angreifen. Frage ist nur, ob man das will. So, wir gehen nochmal uns gerade hier zurücksetzen. Und checken mal die Gegend aus. Weil hier geht es ja noch runter. Ziemlich offensichtlich. So, war der nicht immer hier mit 2-3 Leuten? Jetzt ist der alleine hier. Ach, da ist der andere. Können wir hier einfach runterspringen, oder was? Ach, da wäre eine Leiter. Ja, gut. Läuft. Kann ich das hier aufmachen? It's locked. Kann ich überhaupt irgendwie mal irgendeinen Schlüssel finden? Wahrscheinlich nicht in Kisten, ne? Gab's in Dark Souls 1 auch nicht. Schlüssel in Kisten. Erinnere ich mich jedenfalls nicht dran. Throwing Knife, aha. Daran erinnere ich mich. Die kann man auf jeden Fall auch mal ausrüsten. Doch einfach mal ausprobieren, oder? Ja, moin. Gut, das bringt nicht ganz so viel. Oh mein Gott. Er ist feurig am Start, der Junge. Das war ein Feuerball, Junge. Be wary of left. Very. Very, very. Achso, ich kann gut und pur bewerten. Ich weiß gar nicht, welche Taste welche ist. Applauds this message. Ja, rated good. Da ist bestimmt jetzt links einer, ne? Ja. Direkt mit getroffen. Man kennt ihn. Mailbreaker. Oh. Noch ein paar Throwing Knives. Mailbreaker. Was macht die Waffe denn? 125 plus 30? Kann ich irgendwie zwei Sachen direkt vergleichen? Der hier macht aber Critical. Achso, das wird mir in Rot angezeigt und in Blau, was besser und schlechter ist. Also bleibe ich bei der Axt, weil das Schwert einfach nur kacke ist. Alles klar.
Dann soll das so sein. Gut, hier geht es sicherlich auch nicht lang, alles klar. Wen haben wir denn da? Können wir den retten? Nein. Weil alles in diesem Scheißland gelockt ist. Ein paar Dietriche wären nicht schlecht. Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Hä? Sag mir nicht, ich bin wieder lost. Hier geht's nicht weiter. Aber da geht's doch eigentlich weiter. Und da oben auch. Hä? Ach, Brudi. It's locked. Nope. So, da komme ich nicht rein. Hier komme ich nicht lang. Weil hier auch irgendwie zu ist oder was weiß ich. Jedenfalls geht das nicht auf. Hier komme ich nicht durch. Hier ist nichts. Keine Ahnung, was übersehe ich denn jetzt schon wieder? Geht's hier noch tiefer? Das hier war doch auch locked, oder? It's locked. Ach, Bruder. Runter geht's hier nicht mehr? Ja, da muss ich wieder hoch. Wie bist du denn drauf, Euder? Tötet mich ja fast. War ich hier schon? Ich glaube nicht. Das hat ja super funktioniert. Okay, das hat schon besser funktioniert. Ah, down. Ja. Ach, da droppt was, ein Longsword. Ist das besser? Kann ich nicht benutzen. Da brauche ich 10 irgendwas für. 10, warte. Nee, ah! Dexterity. Strength, Dexterity, Intelligence und Faith. Dexterity. Sollte ich vielleicht gleich mal leveln. Ich glaube, da bin ich kurz vor 10. Actually ist es gerade in Real Life kurz vor 9. Und ich sag kurz vor 10 für im Spiel in einem anderen Kontext und es ist gerade kurz vor 10 auf der Uhr. Ist das irgendwie weird? Ach so, jetzt geht's hier aber runter. Dann müsste ich jetzt hier auf der Höhe sein, wie eben, wo ich nicht rauskam. Ungefähr jedenfalls. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Gargoyles. Ich weiß gar nicht, wieso. Praise the tree? Oder was? Ja, moin.
Alter. Titanit, Shard und Ember. Puh, ja, also. Kann man natürlich mal machen. Ich hoffe, dass es einer, der tot bleibt. Das wäre schon echt cool. Und da freest mein Spiel gerade mal kurz, alles klar. Aufnahme läuft aber noch, gut. Oh. Habe ich ihn bekommen? Ja, Raw Gem, okay. Large Soul. Als ob ich kein Glas kaputt machen kann. Bin ihm echt lang hinterhergelaufen, ohne dass ich zugeschlagen habe, oder? Das war wahrscheinlich schon fast Fail. Aber ich habe ihn bekommen. So, hier geht's ab. Da kann man drauf springen. Liegt da eine Leiche? Nee. Bringt mir nichts, aufs Dach zu springen, glaube ich. Das ist einfach nur, um cool zu sein. Wo aber ein Spiel auf einmal hängt. What the fuck ist hier los? Weiß Windows 11 keine gute Idee. Okay, ich komme da nicht hingesprungen. Aua. Gott, wenn er mich anzündet, war es das aber auch. Oh, moin. Oh Gott, ey. Jo, wer bist du denn? Alles klar. Zudem würde ich jetzt auch recht fix hinkommen, ne? Machen Brandbomben dir Schaden? Das würde ich ja gerne von hier oben testen, aber ich kann ihn leider nicht anvisieren von hier oben. Ach, das wäre aber auch zu schön. Ach so, das ist die Leiche von dem. Ich glaube, ich muss hier nochmal hin, ne? Also einmal zurück zum Bonfire und gucken, dass der vielleicht hier tot bleibt. Der Schwarze. Oder der mit dem mutierten Arm. Was steht hier eigentlich? Ach so, down, ja. Bonfire war ja auch jetzt eigentlich direkt hier, ne? Also es wäre von daher nicht schlimm, wenn ich jetzt sterbe, aber... Mit drei Flasks fühlt sich das Ganze halt besser an. Okay. So, euch beide mache ich platt. Ich mache ich platt. Oh Gott, wo kommst du denn her? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der da wieder spawnt oder nicht. Wenn der da wieder spawnt, ist das sehr belastend für mich. Wobei ich hier auch einfach weitergehen kann. Ja, das ist er doch, ne? Ah, scheiße. Kann ich hier nicht so einfach weitergehen? Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Ach komm. Als ob. Au. Das war jetzt auf einmal schnell tot. Eben hat er es nicht geschafft, so schnell. Kommt er denn jetzt? Jetzt bleibt er da wieder stehen, oder was? Ach, Bruder, muss los, ey.
Was ist denn mit ihm? Ist er mit der Aggro-Range hier? Ist ja belastend. Ah, jetzt kommt er, alles klar. Oh oh. Scheiße. Was mache ich denn gegen den? Oder kann ich den komplett ignorieren? Das wäre eigentlich das Beste. Warum hängt das Spiel sich hier auf? What the fuck? Der bleibt da ja eh stehen. Ja, ich kann ihn einfach umlaufen. Manchmal, oh Gott, manchmal ist das einfach das Einfachste. Bin vielleicht auch ein bisschen noobig, aber keine Ahnung, wie ich am besten halt gegen ihn vorgehe. Na, da gibt es wieder ein paar Firebombs zurück. Und wenn diese Art von Gegnern noch öfter kommen, muss ich mich denen ja eh stellen, von daher ist das erstmal okay so. Night ahead. Oh. Stirb und bleib tot. So, was hast du denn bewacht? Ride required ahead and then visions of treasure. Was? Verstehe ich nicht. Rechts. Benötigt da vorne und dann Visionen von Schätzen? Was? Be wary of left, okay. Ja, okay, verstehe ich. Ach, rechts, ja, okay. Verstehe ich auch. Glaube ich. Ein bisschen Angst. Hier passiert auch jetzt irgendwas. Green Blossom. Jetzt könnte ich hier natürlich runter. Oder ich könnte es sein lassen. Und da hinten erstmal weitergehen. Ah, schwierig. Achso, da komme ich aber auch runter, oder? Früher oder später. Dafür muss man sagen, ist der Online-Modus schon halt echt geil. Broadsword. Habe ich jetzt schon zum zweiten Mal, oder? Ne, Longsword, Maesword und Broadsword. Ah, alles klar. Das wäre schon besser auch als mein jetziges, denke ich. Brauche ich halt Dexterity für. Also ja, ich muss definitiv gleich mal Dexterity skillen. Komme ich nicht drum rum. Try Projectile.
Luring it out required a head and then eliminating one at a time. Aua. Scheiße, er hat mich angegriffen gerade. Oh, das ist ja ein großer. Ah, YOLO. So. Ja, ich verstehe aber die Problematik hier. Zu viele auf einmal ist doof. Okay, die haben wir aber trotzdem jetzt beide getriggert. Aua. Bleib mal liegen. Aha. Titanica. Hart. Ach, da oben. Ja, und da ist dieser eine Fette, ne? Oh shit, ey, ich habe hier gerade ein Problem. Oh Gott! Oh shit. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Heieieiei. Oh Gott! Der kommt runter. So, den haben wir auch. Jetzt können wir, glaube ich, hier wenigstens mal gerade in Ruhe looten. Estus Shard, aha. Auch wenn ich jeden Moment dead bin, ey. Gibt's Leute, die in Dark Souls quasi so einen No-Damage-Run machen? Bestimmt, oder? Das sind... Oh Gott. Das sind dann auf jeden Fall ziemlich kranke Leute. Dass ich den Hit noch ihn getroffen habe, war absolut lucky as fuck. Selkie. Oh, ich krieg meinen Schlüssel. Verrückt. Das ist ja mal maximal verrückt, ey. Dass ich sowas wie einen Schlüssel bekomme. Problem ist nur, zurück komme ich gerade nicht gut, weil da oben steht noch so ein Typ mit einer schwarzen Faust. Aber hier steht der Typ. Den ich nicht mit 1% Leben engagen möchte. Von daher versuchen wir mal einmal zurückzugehen. Ich guck mal gerade, ob ich jetzt noch was übersehen habe. Ich glaube nicht, ne? Da komme ich nur auch runter. Ist dann hier irgendwie was auf der Höhe? Nee, sieht nichts danach aus. Ich bin ja actually aus dem Stand, dass ich durch Fallschaden sterbe. Deswegen bin ich sowieso gerade nochmal anders vorsichtig. Da war ich auch noch nick. Noch nick. Ah, moin. Ja. Hat ja keinen Sinn, ne? So, da ist der große Brudi. Vor dem habe ich auch ein bisschen Schiss. Achso, hier war die Armbrust. Wo waren die Leiter nach oben? Ach da, direkt neben der Tür. Lol. Nur hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Da ist er am Start. Ich glaube, an ihm komme ich auch nicht vorbei.
Dann tötet der mich, dann hole ich mir die Souls, dann gehe ich zurück zum Lagerfeuer und dann mache ich ein Level up. Oder ich renne halt einfach durch jetzt. Nein, ich renne nicht einfach durch. Ach lol, als ob jetzt beide was droppt. Okay. So, und dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Und auf nach Firelink. Achso, Travel. Ich denke immer, es heißt Teleport, aber nein, heißt es nicht. Param Gauntlets. Ach da. Nee, doch, du bist es, ne? Welcome home. Ja. Level up. Wir können auch nur ein Level up machen, ne? Ne, wir können zwei machen sogar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Dexterity auf 10. Stärke kann auch nicht schaden, ne? Oder sich leben. Ja, ich brauche unbedingt Leben. Also Leben ist am Anfang halt echt wichtig, glaube ich. Jetzt haben wir nochmal drei Level-Ups gemacht. Schauen wir mal, was wir für Waffen ausrüsten können. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zwischen den zwei Schwertern uns zu entscheiden. Ne, drei sogar. Die macht also 125 plus 30, ja? Und die machen 110 plus 31. Oder 117 plus 32. Boah, ich hab Durability. Weil das Ding hat noch nie Durability verloren. Verstehe ich nicht. 117 plus 32, was ist denn das? 107, 149? Und das macht 155. Ja gut, die 4 Schadenunterschied. Das ist aber so ein super kurzes Schwert auch. Boah, ich weiß nicht. Achso, die Axt ist gar nicht viel länger, ne? Ja, aber es ist jetzt noch nichts waffentechnisch so krass, dass man sagen kann, yo, das ist der Obershit. Gehen wir mal zu André. Oh, wer sitzt da denn? Achso, die verkauft Sachen, ne? Sell-Item, Purchase-Item. Sell. Theoretisch kann ich dir sicherlich auch meine Schwerter verkaufen, weil ich meine, wenn ich zwei Longswords habe, kann ich eins davon verkaufen. Das kann ich auch, weil die Truppen ja eh von den Gegnern, also wenn man irgendwie das vielleicht mal braucht, keine Ahnung. Purchasen. Achso, hier kann ich auch mir alles kaufen, eine Torch zum Beispiel. Wäre das vielleicht nicht schlecht, eine Torch. Ist die für einen Angriff da oder ist die echt zum Pflichtmann da? Bolzen, ja, Bolzen wäre nicht schlecht für die Armbrust, ne? So, jetzt wüsste ich gerne, macht das mehr Rüstung als zum Beispiel mein angelegtes Zeug. Schau Item-Info, Switch. Das sehe ich nicht, ne? Das ist. Ich kann das jetzt mit okay wahrscheinlich einfach nur direkt kaufen. Chain Armor zum Beispiel macht 11 physische Resistenz. So, was macht mein angelegtes? Northern macht 12, also mein angelegtes ist wahrscheinlich gerade schon ein Tick besser. Das neue Ringe, die ich habe, nee. Gut. Wir haben aber auf jeden Fall Titanit-Charts, von daher könnte man hier zum Beispiel für ein Upgrade gehen. Was wird sich ändern? Halt nur der Schaden wird sich erhöhen, ne? Aber ich würde behaupten, schon gut erhöhen, ne? Um 12 und nochmal plus 3. Also 15 Schaden mehr. Jo, mach mal. Warum nicht? Das nächste kostet dann 4 Titanit-Charts. Ja, moin. Wird ganz schön teuer, kann das sein? So, Travel Tower of the Wall. Tower of the Wall, was?